Hallo, hallo, Kochen mit Andrea. Ich mache heute ein Milchshake mit Banane. Und da es ja jetzt wärmer wird, kann man das ganz gut essen, beziehungsweise trinken, nicht essen. Und da wollte ich euch mit dazu nehmen. Und wir legen mal leicht los. 4 Bananen brauchen wir. Ihr könnt das selbstverständlich auch mit anderen Obst machen. Ihr braucht ja jetzt nicht immer. Könnt ihr auch Erdbeeren zunehmen oder Äpfel, wie ihr, was ihr meint halt, ne? Aber hier hat sich halt jemand die Banane gewünscht und ich hatte die auch noch da. Dann machen wir das jetzt mal schnell. So, und dann kommt 500 Gramm Milch. Die nehme ich schon eiskalt aus dem Kühlschrank. So. Und ein Päckchen Vanillezucker durch rein. Natürlich nicht vorbereitet, wie immer. Aber hier haben wir es schon. So. Und 10 Gramm Honig oder Zucker könnt ihr nehmen, aber ich nehme jetzt mal so ein bisschen Honig rein, Pi mal Daumen. Und das Ganze jetzt 20 Sekunden. Auf Stufe 8. Ich zeig's euch. So sieht's aus. Seht ihr? Rucki-zucki gemacht. Ich rieche das jetzt an. Noch in einem Glas. Und da mache ich ein Foto von. Und dann entweder davor oder danach, wie immer. Und dann denke ich, nicht denke ich, viel Spaß beim Nachmachen. Und dann vielleicht mal was Nettes in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hätte. Das wäre ganz nett. Und anders sehen wir und hören wir uns vielleicht beim nächsten Video wieder. Bis dann, eure Andrea. Tschüss!